So, wir sind jetzt am sechsten Teich der Teichanlage Tamukiyama und wir bringen jetzt hier 60 Nisai aus. Der Teich könnte ein bisschen größer sein noch als der vorangegangene. Logisch muss er, er muss gut ein Drittel größer sein aufgrund der Anzahl der Nisai. Wirkt auch ein gutes Stück breiter, wenn auch nicht länger, aber ein gutes Stück breiter ist der Teich schon. Hat auch ein bisschen Schilfzone. Bei Torazo wäre das alles schon weg. Torazo macht die Teiche extrem sauber. Auch die Uferböschung. Bei Danichi ist das Ganze nicht so im Fokus. Ja, wir bringen jetzt hier einen Mix aus Showa und Kohaku aus. Relativ selten. Normalerweise werden die Teiche besetzt wirklich mit rein Kohaku, rein Showa, rein eine Blutlinie. Hier jetzt ein Mix. Soweit ich Shigeru gestern verstanden habe, ist das, was wir an Kohaku hier ausbringen, ein Mix aus Rikidosan und X Junior. Boy,
nicht mehr. Das ist jetzt der unten liegende Teich, unten drunter liegende Teich. Und das waren die Dainichi Botan. Okay, hier haben wir noch ein paar. Matsuba-Tiere, ein bisschen Benigoi, ein bisschen Metallic Shagoi habe ich gesehen, aber vor allen Dingen die gelben Matsuba, die Shigeru recht gerne hat.